Gut, also fangen wir an. Der Talk auf Deutsch. Es geht um Helfen und den produktiven Einsatz von Gregor Wölting. Der arbeitet bei der Carpomat GmbH und die machen Visualisierungssoftware. Ich bin jetzt ganz gespannt, was du zu Elm erzählst. Ja, los geht's. Ja, los geht's. Hallo, mich hören alle? Ja. Alle mal liegen, dankeschön. Hallo, ich bin Gregor Wölting und ich erzähle heute über Elm produktiven Einsatz. Wir haben eine Kleinigkeit geschrieben in Elm und die befindet sich auch in Verwendung. Zunächst einmal würde ich jetzt gerne wissen, was ihr so treibt, weil ich etwas unsicher war, wer jetzt hier so sitzt und wie sich das zusammensetzt. Also wer von euch programmiert regelmäßig JavaScript? Okay, das ist gut. Wer kennt Haskell? Das ist auch gut. Und wer hat schon mal was in Elm gemacht tatsächlich von euch? Auch ein paar, sehr schön. Schön. Wer macht was mit der SAP? Wer hat was mit der SAP zu tun, im weitesten Sinne? Okay, kein so freudiger Gesichtsausdruck? Oder? Alles klar. Ja, danke schon mal für eure Auskünfte. Ich bin, wie gesagt, Gregor Wölting. Man findet mich bei Twitter unter Newcom, bei GitHub Dart, seht ihr ja. Und ich habe Philosophie und Informatik studiert, bin aber eigentlich ein totaler funktionaler Programmierungsneuling. Also ich habe vor so um und bei 2 Jahren angefangen, weil ich mich dafür interessiert habe. Hatte dann glücklicherweise die Möglichkeit, meine Masterarbeit tatsächlich als erstes großes Projekt im Grunde in Elixir zu schreiben. Das war ganz nett. Wer dazu mich unterhalten möchte, später gern. Genau, aber im Grunde mache ich Elm auch erst seit einem halben Jahr. Also ich bin ein Frischling. Genau, und das sind wir, die Grafomate GmbH, beziehungsweise ein Teil von uns, weil das Foto ist schon ein bisschen älter. Wir sind in Kiel, daher das maritime Setup mit dem Werft im Hintergrund. Genau, und wir sind eigentlich nur 9 Leute, davon der überwiegende Teil tatsächlich auch Programmierer. Und wir machen relativ spezielle Dinge. Wir sind Entwickler für Extensions, für SAP Design Studio überwiegend. Kennt das jemand? Schon mal gehört? SAP? Nein, okay. Genau, und wir haben uns so ein bisschen darauf spezialisiert und wir machen noch etwas Spezielles, nämlich wir bilden spezielle Visualisierungsstandards ab. Und weil das sehr, sehr schwer vorzustellen ist, zeige ich das einmal kurz in einer kleinen Live Demo und hoffe, dass mich Design Studio nicht verlässt. Da ist es. Ja, das ist Design Studio, wenn man das öffnet. Das sieht man erstmal, das ist im Grunde nur Eclipse mit ein bisschen was dazu. Man sieht auf der linken Seite sind Komponenten. Also diese ganzen Dinger, die da unter diesen Listen stehen, ist eine Komponente, die kann man auf das Canvas ziehen. Das ist der große Bereich in der Mitte. Und das Canvas ist im Grunde eigentlich ein Internet Explorer. Und zwar der Internet Explorer, der beim Kunden installiert ist. Also wir dürfen 9 bis 11 abbilden. Das ist etwas unerklärlich teilweise. So, Sinn und Zweck von diesem Canvas ist es, Dashboards zu bauen. Das ist ein Beispiel für ein schlechtes Dashboard, weil das einfach nur wild zusammengewürfelt ist. Aber ich wollte einfach mal zeigen, was wir so machen. Unser Hauptprodukt ist hier unten links zu sehen. Das sind Charts, die den gerade schon genannten ICS folgen. Wir haben hier die Möglichkeit, diese Charts nach allen Möglichkeiten der Kunst anzupassen. Wir können Charttyp wechseln, wir können hier Abweichungsdiagramme zuschalten und abschalten und neu definieren. Wir können das ganze Styling ändern und so weiter und so fort. Und das sieht vermutlich relativ unbeeindruckend aus. Das sind ja nur schwarze Balken und weiße Balken, das ist aber tatsächlich relativ viel Arbeit, weil wir versuchen, das sehr durchdacht zu machen, und möglichst so, dass die Kunden damit out of the box arbeiten können. Hier auf der rechten Seite ist das, sieht man noch eine andere Komponente, die funktioniert genauso. Da kann man wieder ganz viele Sachen einstellen. Und die Komponente, die wir neu geschrieben haben in Elm, das ist diese hier. Das sind sogenannte Slope Graphs. Kennt jemand Slope Graphs? Hat jemand schon mal mit Slope Graphs gearbeitet? Das ist nämlich auch so eine relativ spezielle Visualisierungsform, mit der man sehr schön Zeitverläufe darstellen kann. Sieht man oben 2013, 2014,
14, 15 und dann sieht man, wie sich in den Ländern jeweils die, ich glaube, es ist irgendein Index, ich habe vergessen, welcher Index das ist, der wird vom Global Economic Forum herausgegeben. Ja, man kann sehen, wie sich dieser Index verändert hat. Und ja, Sinn und Zweck ist, dass sich einer tatsächlich hinsetzt und auf diese Art und Weise, wie ich das jetzt angerissen habe, ein Dashboard baut. Und das ist der sogenannte Designer. Unsere eigentlichen Kunden sind aber die Klienten von dem Designer, denn wenn man das Ganze ausführt, dann wird es in einem Browserfenster geöffnet und kann verteilt werden. Da steckt ein Java-Server hinter und das kann dann, keine Ahnung, an alle 20.000 Mitarbeiter von so einem Konzern verteilt werden. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, hier Laufzeitinteraktivität zu nutzen, also dieses Hubbard hier, super Effekt. Man kann über die Skriptsprache die ganzen Sachen, die ich gerade gezeigt habe, die sich hier hinter verbergen, lassen sich alles skripten noch zusätzlich. Dafür gibt es in diesem Designstudio eine eigene Skriptsprache. Das lässt sich hier nutzen, um solche lustigen Effekte zu bauen, wenn man das möchte. Und genau, das wird dann verteilt an die Kunden und die können sich das angucken, können auf ihren mobilen Endgeräten sich das angucken und so weiter und so fort. So, Internet Explorer 11, wie gesagt, das Ganze ist über eine JavaScript-Schnittstelle implementiert, die wir von der SAP zur Verfügung gestellt bekommen. Und im Grunde sind das hier zwei unterschiedliche Anwendungen, das auf der linken und das auf der rechten Seite, die kommunizieren über die Schnittstelle miteinander. Es gibt keine direkte Kommunikationsmöglichkeit. Ist das erstmal soweit klar, verständlich? Habt ihr Fragen dazu direkt? Nachfragen? Ansonsten springen wir wieder zurück. Also mir ist nicht ganz klar, was ist jetzt der SAP und was ist euch? Okay. Genau, von uns sind diese grafischen Komponenten, die man hier sieht, also die Visualisierungen, die sind von uns. Diese Konfigurationsmöglichkeiten sind auch von uns. Was die SAP zur Verfügung stellt, ist der große Rahmen im Grunde. Die haben auch einige eigene Komponenten, die man hier auf der Seite sieht und reinziehen kann. Man sieht hier unten, wir als Hersteller haben auch so einen kleinen Tab abbekommen. Zum einen das, zum anderen stellt die SAP die Datenanbindung zur Verfügung. Man hat ja in der SAP-Welt verschiedene Datenbanksysteme im Hintergrund und die lassen sich verknüpfen. Das kann ich auch einmal kurz zeigen. Man hat hier diese Data Sources, in meinem Fall sind das jetzt CSV-Data Sources, aber da kann halt auch so ein SAP-Datenbanksystem dahinter stehen. Und ja, dann rüttelt das ein bisschen, weil die Daten geladen werden, dann kann man hier im Grunde die Daten so zuschneiden, wie man die für die Visualisierung braucht, indem man festlegt, welche Daten in den Columns und welche in den Rows erscheinen sollen, kann dann die Datenverknüpfung schließlich hier in der Komponente machen. Das kann ich auch nicht zeigen. Und dann werden genau diese Daten hier verwendet. Das sieht man Internet 59 und so weiter und so fort. Und diese Datenverknüpfungsfunktionalität, die wird von der SAP zur Verfügung gestellt und auf die greifen wir dann über das zur Verfügung gestellte, auch zur Verfügung gestellte SDK zurück. Soweit klarer, oder? Gut, dann war das soweit zur Live-Demo. Und wie gesagt, besser gesagt, so eher aus dem Hintergrund JavaScript. Also wir haben wirklich unsere Komponenten bisher alle in JavaScript oder in TypeScript entwickelt. Und deswegen möchte ich noch ein paar Worte dazu sagen, warum wir überhaupt zu Elm gekommen sind. Und zwar anhand eines kleinen Beispiels aus Indiana Jones. Kennen den alle? Alle Indiana Jones gesehen, den dritten Teil? Ja, ich sehe ihn eben. Okay. Am Ende, kurz vor dem Ende des Films, es ist ja so, ich spoiler jetzt, also falls es noch jemand nicht gesehen hat, dann... Okay. Genau. Muss ich Indiana Jones drei Prüfungen stellen, um tatsächlich zu dem Gral zu kommen. Und die zweite der drei Prüfungen ist, dass er über dieses Steinfeld springen muss, und zwar muss er den Namen Gottes abspringen. Also er muss Jehova die Buchstaben erwischen. Und das Erste, was er macht,
ist, er springt auf den Buchstaben J, weil er meint, dass das richtig wäre, weil Jehova schreibt man ja mit J. Naja, nicht ganz. Das fällt ihm dann auch im Grunde unmittelbar wieder ein, als er sich an der Felskante hochzieht, dass man das im Lateinischen mit I als ersten Buchstaben schreibt und danach kommt er dann auch gut über das Feld. Wer JavaScript entwickelt, dem kommt diese Situation vielleicht bekannt vor. In JavaScript gibt es viele von diesen kleinen Stolperfallen, über die man fallen kann, wie dieser hier. Die Verruderung wird ja gelegentlich in JavaScript ganz gerne als Möglichkeit verwendet, Default-Werte zu vergeben. Das funktioniert so, man bekommt einen Wert rein, wie jetzt hier das leere Array. Und wenn das ein Falsy-Wert ist, dann wird halt eben der zweite Wert genommen, der Default-Wert. Bei einem Array würde man erwarten, der ist Falsy. Das ist er offensichtlich nicht. Aber wenn man dann nachschaut, ist das jetzt wirklich so, dass er Truthy ist, dann ist das irgendwie auch nicht so. Dafür gibt es einen guten Grund. Ich habe den dann nachgelesen, als ich dann darüber gestolpert bin. Ich habe ihn sofort wieder vergessen, weil diese ganzen Ausnahmen in JavaScript, ich mag sie mir nicht merken. Und zwar aus folgendem Grund. Auch aus Indiana Jones ist das vielleicht bekannt. Das ist das Gralstagebuch. Da geht es darum, dass der Vater von Indiana Jones sein ganzes gesammeltes Wissen über den Gral halt einmal zentral niedergeschrieben und abgelegt hat. Und ja, jedes Mal, wenn er was nachschlagen will oder wissen muss über den Gral, kann er das halt nachgucken. Das ist total bequem. In Indiana Jones, im dritten Teil, geht es, das ist euch vielleicht auch schon mal aufgefallen, auch gar nicht um den Gral, sondern es geht eigentlich um das Tagebuch. Die jagen die ganze Zeit diesem Tagebuch hinterher. Und hätten sie das gesamte Wissen, was da drin steht, im Kopf, dann bräuchten sie das überhaupt nicht. Dann wird der Film eine Viertelstunde gehen, man wird einmal sehen, wie die da die Prüfung machen und der wäre vorbei. Das wäre ein schlechter Film, aber für uns als Entwickler ist das ja eigentlich die schönere Situation. Eigentlich möchten wir doch nicht das machen. Ich meine, wer kennt Stack Overflow? Wahrscheinlich alle. Vor allem die JavaScript-Entwickler. Also ich muss regelmäßig danach schauen. Auch, obwohl ich jetzt 3 Jahre in JavaScript entwickle, relativ regelmäßig, muss ich immer noch Sachen nachschauen, weil es einfach zu viele Ausnahmen und Spezialfälle und es ist ja nicht nur JavaScript, sondern man bekommt auch noch den ganzen DOM-API Kram dazu. Ja, und es geht so weit, dass gelegentlich dann solche Scherze auftreten. Ich weiß nicht, ob das jemand gesehen hat. Ja. Ja, JavaScript hat sehr viele Reserved Words. Es sind auch noch mal ein paar mehr geworden. Mit ECMAScript 6 hat sich der Standard ungefähr verdoppelt von 300 auf 600 Seiten, glaube ich, ungefähr. Hinter jedem dieser Wörter steckt ein Konzept. Man braucht natürlich nur var und function, damit kann man eigentlich alles machen. Das, glaube ich, ja, kann man so stehen lassen. Aber letztendlich möchte man anderer Leute Code lesen und möchte anderer Leute Code verwenden. Und hinter jedem dieser Wörter steckt ja ein Konzept oder mehrere Konzepte und die sind halt sehr komplex und man muss sich sehr viel merken. Wenn man jetzt diese 63 Wörter in JavaScript n gegenüberstellt, dann hat man 14 von diesen Wörtern. Also 14 Reserved Words und entsprechend weniger Konzepte, die man erstmal hat. Das ist erstmal kein Grund, der unbedingt für die Sprache spricht. Das kann ja auch einfach alles komplett unleserlich sein. Aber ein zweiter guter Grund, der auch wieder auf dieses Gralstagebuch-Beispiel rekurriert ist, die JavaScript-Projektstruktur von diesen Treemaps, das war die Komponente gerade, die ich gezeigt habe, unten rechts in der Ecke. Das hat bei uns 17 Verzeichnisse mit 54 Dateien. Also das ist irrsinnig viel. So eine durchschnittliche Komponente von uns, wie gesagt, die sehen relativ unbeeindruckend aus, hat so um und bei 30.000 Zeilen Code. Was schon nicht ganz wenig ist. Ist jetzt auch kein Mörderprojekt, aber das ist schon nicht wenig. Die Slopegraphs, die ich gezeigt habe, die eine ähnliche Funktionalität im Umfang aufweisen, haben ein Verzeichnis mit 8 Dateien. Und die Lines of Code in den Dateien im L-Projekt und im JavaScript-Projekt sind um und bei gleich. Also es ist viel, viel weniger, was man sich als Entwickler merken muss. Man hat sehr viel leichter die Möglichkeit, natürlich Bugs zu finden, Features neu zu implementieren, weil der Code übersichtlicher ist. Man muss nicht erstmal anfangen, in 54 Dateien rumzuwühlen und zu suchen.
wo ein neues Feature überhaupt hingehört. Viel gesagt wird schon, was ist überhaupt M? M ist eine funktionale reaktive Sprache. Was funktional bedeutet, glaube ich, brauche ich auch nicht unbedingt erklären. Man hat eine Funktion, die nimmt einen Input und produziert einen Output. Und in M passiert zwischendrin sonst auch nichts, das heißt, die Funktionen sind pure und haben keine Seiteneffekte. Außerdem hat Elm keine mutable Values. Alle Werte sind immutable. Nichts lässt sich verändern, wenn es einmal zugewiesen wurde. Elm ist stark und statisch typisiert und hat außerdem Typinferenz. Das heißt, Typdeklarationen sind optional, wie es da steht. Und das wiederum ermöglicht es dem Compiler, ein Sahnestück zu sein. Denn durch die starke Typisierung und mit diesem wirklich sehr schönen, klugen Compiler ist es fast unmöglich, Dummheiten zu machen, um es mal so zu sagen. Also der Compiler findet zur Compile-Zeit wirklich eine ganze Bandbreite an Fehlern, die mir persönlich in JavaScript regelmäßig durchrutschen. Um nochmal das Beispiel von eben zu nennen. Das gleiche nochmal in Elm eingegeben und gecheckt, was Elm sagt. Da beschwert er sich, dass das ja überhaupt keinen Sinn macht, was ich versuche, weil der Veroderung eine Operation ist, die zwei boolesche Werte als Parameter erwartet. Es ist überhaupt nicht möglich, das so zu machen, wie das vorher gezeigt war. Das ist vielleicht gar nicht mal das beste Beispiel. Eigentlich ist der Elm-Compiler wirklich in der Lage, zeigen genau zu sagen, was falsch läuft. Also man bekommt wirklich eine nette Fehlermeldung. Das ist ja auch nicht unbedingt das, was man von Compilern unbedingt gewohnt ist. Und diese Fehlermeldung sagt ja nicht nur, wo genau der Fehler ist, so schön mit Unterkringelung, sondern gibt auch direkt Vorschläge, was man anders machen könnte. Also zum Beispiel, wenn man sich verschrieben hat, wird ein Vorschlag gegeben, wie die Variable wirklich heißen könnte oder ja. Genau. Und der Compiler ist auch deswegen wahrscheinlich ein Sahnestück, weil Laufzeitfehler überhaupt nicht auftreten. Das ist von einem unserer Kunden. Das hat er mir letzte Woche oder vorletzte Woche geschickt. Das ist aus einer JavaScript-Komponente. Ja, und da hat man so einen Laufzeitfehler. Und dann steht da, die Eigenschaft 0 eines undefinierten oder 0 Verweises kann nicht abgerufen werden. Okay. Da fängt man dann an zu suchen, um überhaupt bis dahin zu kommen, wir arbeiten mit relativ großen Konzernen zusammen, ist es in der Regel erforderlich, dass man ein paar Telefonate führt, eine Websession macht, noch ein paar Mails hin und her schickt und dann bekommt man mal sowas und weiß dann, warum eventuell irgendwas nicht gezeichnet wird. Ja, auch schon gesagt, Elm macht JavaScript. Also die Ausgabe im Moment ist JavaScript. Und das heißt auch, man kann damit im Grunde alles machen, was man auch mit JavaScript machen kann. Ursprünglich ist auf jeden Fall so die Legende, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, wurde es mal als Spiele-Engine entwickelt. Aber es ist inzwischen eigentlich auf Nutzeroberflächen für das Web spezialisiert. Eine kleine Einschränkung gibt es. JavaScript ist ja inzwischen auch auf Servern relativ stark. Man kann das in Elm auch machen, es wird aber nicht so gut unterstützt. Der Fokus liegt im Moment eben wirklich bei den Entwicklern von Elm auch auf dem Frontend. Okay, dann ist jetzt Beispielzeit. Elm in Production heißt ja der Vortrag. Ich habe gerade schon gezeigt, wie das bei uns in Production aussieht. Aber das hier ist auch ein Beispiel für Elm in Production, weil diese Präsentation auch in Elm geschrieben ist. Juhu. Genau, Elm bietet von sich aus eine schöne Möglichkeit, Markdown automatisch in HTML umzuwandeln, das werden wir jetzt verwenden. Und ansonsten hat man gesehen, ich interagiere in dieser Präsentation eigentlich nur durch Klicks auf die Pfeiltasten auf meiner Tastatur, nach rechts und links. Und das war's schon, was wir an Anforderungen haben für unsere Präsentation. Und damit gehen wir los. Wie ist der Kontrollfluss in Elm? Also erstmal muss man sagen, Elm, wie gesagt, pure, immutable, und ein ML-Abkömmling. Also relativ ähnlich wie Haskell, das wird man gleich noch in dem Code selbst sehen. Der Kontrollfluss ist so, wir haben ein initiales Modell. Das wären jetzt in diesem Beispiel eine Liste von Folien. Wir haben eine Liste von Folien und, Entschuldigung, wir haben einen Zustand, einen Navigationszustand in den Folien. Wir wissen, wir haben keine Folien
die wir schon gesehen haben, wenn wir mit der Präsentation anfangen. Wir haben noch alle Präsentationen zu sehen in der Zukunft, bis auf eine, das ist die, die uns gerade angezeigt wird. Wenn wir jetzt die Pfeiltasten verwenden, nachdem wir das jetzt wissen, wie das initiale Modell aussieht, rendern wir natürlich das erstmal und zeigen die erste Folie. Dann kann es zu Nutzerinteraktion kommen, wie ich das die ganze Zeit auch mache, ich drücke die Pfeiltasten, und dann erfolgt ein Update des Modells, ein Re-Rendering, und das setzt sich dann so weiter fort. Das Update des Modells besteht darin, dass eben die nächste Folie genommen wird oder die Folie zuvor und so weiter. Wie das genau aussieht, zeige ich jetzt noch im Weiteren. Zunächst einmal haben wir das Modell. Das Modell ist in unserem Fall so aufgebaut, dass wir einen Slide haben und der Slide, ist in unserem Fall einfach nur ein String. Wir vergeben da ein Type-Alias, das ist ja etwas, was in Haskell genauso gibt, wenn ich mich nicht irre. Ja. Das ist praktisch, denn so dokumentieren wir den Code auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es dann leichter möglich, am Ende aus dem Slide doch noch was anderes zu machen. Wenn es doch kein String sein soll oder was Komplexeres, dann können wir da ein wenig leichter das anpassen. Und dann haben wir diesen etwas längeren Type-Alias Slide-Zipper. Das ist ein Tupel von einer Liste von Slides, einem Slide und noch einer Liste von Slides. Und das ist das, was ich gerade beschrieben habe. Wir haben hier die Slides, die wir schon gesehen haben, hier den aktuellen Slide und hier die Slides, die wir noch sehen werden. Genau, aber wir können auch, das habe ich hier unten nur als Anmerkung nochmal auskommentiert, auch erwähnt, selbst Typen definieren. Auch komplexer als das, aber da würde ich dann auf die Elm-Website verweisen, was da alles geht. Das sprengt etwas den Rahmen sonst. Genau, unsere View sieht so aus, dass wir im Grunde unseren Current Slide einfach nur nehmen und den in HTML umwandeln. Wir nehmen das Markdown und machen daraus HTML. Wir haben in der ersten Zeile die Typannotation, die ist wie gesagt optional, weil wir Typinferenz haben und der Compiler das selbst rausfindet. Aber es gilt als guter Stil, das als Dokumentation mit anzuführen. Kleiner Unterschied zu Haskell sieht man da auch. In Haskell wird die Typannotation mit zwei Doppelpunkten gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Aha, hier viele Dinge. Und dann haben wir die Definition der Funktion. Und die macht dann genau das, was ich gerade sagte. Die verwendet dieses schon vorhandene Markdown-Modul, was es in Elm gibt, und macht aus unserem Current Slide HTML. Dann haben wir das Update. Das Update ist, was geschieht, wenn ich die Pfeiltaste drücke. Und die Pfeiltaste wird als x- und y-Koordinate zwischen den Werten minus 1 und 1 an mich weitergegeben. Wie das Weitergeben funktioniert, dazu kommen wir zum Schluss. Und wir bekommen das aktuelle Modell rein. Also wie ist das Modell im initialen Zustand oder dann halt in irgendeinem der anderen späteren Zustände, bevor ich die Pfeiltaste gedrückt habe. Und als Ergebnis geben wir ein neues Modell aus, nämlich das nach der Pfeiltastendruckverarbeitung. Gut, und was wir dann machen ist, wir checken, wurde die Pfeiltaste hoch oder nach rechts gedrückt, dann gehen wir vorwärts in der Präsentation. Wurde die Pfeiltaste nach links oder runter gedrückt, dann gehen wir zurück in der Präsentation und sonst bleiben wir, wo wir waren. Go forward und go back, das sind jetzt Funktionen wiederum. Erstmal noch die Frage, diese Syntax verstehen alle oder muss ich dazu mehr sagen? Irgendwelche Nachfragen? Nein? Okay. Gut. Genau, go forward. Man sieht, es gibt auch Pattern Matching in Elm. Nimmt den aktuellen Zustand des Modells, Past, Current, Future, macht dann über einen Case-Switch auf der Future-Folienliste etwas, nämlich wenn die Future leer ist, wenn wir keine Folien mehr zur Verfügung haben, in die wir weiter reingehen können, dann bleibt das Modell, wie es war. Ansonsten wird die aktuelle Folie an die Vergangenheit konkateniert, auch da wieder ein kleiner Unterschied zu Haskell.
Ansonsten wird der Kopf der Zukunftsliste als Current Folie genommen und der Rest ist die neue Zukunft. Könnte man so sagen. Go Back funktioniert analog, kleiner Unterschied, aber der ist eigentlich für das Verständnis nicht weiter wichtig. Genau, und dann kommen wir zum Glucode. Und der Glucode ist da, was eigentlich interessant wird. Da kommen Signale ins Spiel. Bisher haben wir von Signalen und von diesem Functional Reactive, was ja so einer der Selling Points von Elm ist, noch nicht viel gesehen. Das kommt jetzt hier ins Spiel. Das ist ein Beispiel, das ging gestern oder vorgestern über Twitter. Elm Flux heißt das. Okay. Das ist ein sehr schönes Tool, da kann man sich live visualisieren lassen, wie die Signale in Elm verarbeitet werden. Also wenn man auf der Tastatur irgendwas eingibt, dann sieht man, da kommen diese Bubble raus. Und man kann sich auch anzeigen lassen, wie das weiterverwertet wird. Also das ist natürlich, wenn man das live macht, noch ein bisschen schöner, weil dann bewegt sich alles und so. Aber das ist dann für zu Hause vielleicht. Okay, also wenn ich jetzt tatsächlich links-rechts drücke, dann wäre das analog zu so einem Bubble. Ich habe jetzt für dieses Beispiel einfach mal Hello eingegeben. Jedes Mal bekomme ich so ein Signal. Und was ich machen möchte in meinem Fall ist, ich möchte dieses Signal mappen. Hier wird es gemappt von dem Charcode auf, dann wird der Keyboard Press bekommt einen Charcode, wie man sieht, und der wird gemappt auf den tatsächlichen Buchstaben, der dahinter steht. In unserem Fall ist es so, jedes Mal, wenn wir die Pfeiltaste drücken, dann möchten wir das Drücken der Pfeiltaste eigentlich auf unseren neuen Navigationszustand mappen. Und das sieht dann so aus, dass hier tatsächlich der State auf die View gemappt wird. State ist eigentlich, fällt mir gerade auf, ein doofer Name für diese Funktion an der Stelle, weil das ja gar nicht der fertige State ist. Sondern der State ist dort oben definiert, der bekommt die Keyboard Arrows und unsere initialen Folien und gibt beides in die Update-Funktion rein. Und zwar alles im Rahmen von dem Funktionsaufruf mit diesem wunderlichen Fold P. Was ein Fold P macht, ist im Grunde gar nicht so verschieden zu dem, was ein anderes Fold macht. Ich springe nochmal einmal zurück. Wenn wir uns vorstellen, dass wir den initialen Folienzustand haben und wir haben eine Reihe von Keypresses, die zu jeder Zeit erfolgen können, dann ist es so, dass diese Keypresses wie in einem anderen Fold an die Funktion übergeben werden. Das ist jetzt hier in dem Fall die Update-Funktion. Und daraus wird eine gemeinsame Datenstruktur erstellt. Ein Fold macht ja im Grunde auch nichts anderes als eine Datenstruktur als Ausgangswert zu bekommen, in diese Initial Slides. Eine weitere Datenstruktur, über die dann drüber gegangen wird und daraus eine neue Datenstruktur oder einen einzelnen Wert zu generieren. In unserem Fall ist es so, dass eine neue Datenstruktur generiert wird, nämlich unser Modell. Es ist ein bisschen schwer zu erklären, was FoldP genau macht. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ansonsten bin ich fast am Ende und ihr könnt gleich Fragen dazu stellen. Zusammenfassung nochmal. Was bringt Elm? Uns bringt es keine Laufzeitfehler, das ist super, weil die schwer zu finden sind und nervig. Es bringt uns eine relativ schnelle Entwicklung. Weniger Code heißt auch schneller entwickelt. Ist einfach so. Wenn man schneller Fehler findet und schneller Fehler neue Features implementieren kann, dann ist man auch schneller. Und es bringt übersichtliche Projekte. Aber es bringt nicht nur uns was als Entwickler, es bringt auch unseren Kunden was, nämlich keine Laufzeitfehler. Der Kunde wendet auch Zeit auf, um uns bei der Fehlersuche zu unterstützen, falls Laufzeitfehler auftreten. Und klar, schnelle Umsetzung von Features ist auch für den Kunden natürlich ein Vorteil, wenn er sagt, macht mal, dann können wir halt viel, viel schneller machen und auch viel schneller zusagen, gegen das wir was machen. Gut, und damit bin ich schon am Ende. Ich weiß gar nicht, wie weit ist in der Zeit. Ansonsten haben wir viel Zeit zum Diskutieren. Ja, danke für den Vortrag. Jetzt Zeit zum Fragen stellen. Die Frage war, ich wiederhole sie nochmal kurz, welche Sachen wir ausliefern an den Kunden. Wir liefern ein
Eclipse Add-on Development Plugin aus. Also es gibt einen Prozess, um aus dem JavaScript, was wir schreiben, zusammen mit dem SDK, Sachen, die von der SAP kommen, ein Plugin für Eclipse zu entwickeln. Und das kann dann wiederum, weil Design Studio im Grunde nur so eine Art Eclipse-Mod ist, in Design Studio installiert werden und kann auch vom Kunden auf seinen Server installiert werden, sodass das verwendet werden kann. Ja. Ich habe den Aspekt mit dem keine Laufzeitfehler nicht ganz verstanden. Also ich verstehe schon, er kompiliert und ich habe keine Typfehler, aber Programme verarbeiten in der Regel irgendwie Daten, die dann aus irgendeiner Datenbank kommen und die Daten können ja fehlerhaft sein. Also irgendwie das Matching tut nicht oder ich habe in meiner Applikation einen bestimmten Fehlerfall nicht vorgesehen und da laufe ich auch unweigerlich in Laufzeitfehler, die ja dann doch auf, oder? Das ist eine sehr gute Frage, weil das noch einen sehr schönen Aspekt von Elm hervorhebt. Elm zwingt einen, alles sauber zu verarbeiten. Also die Schnittstelle zu JavaScript, die sieht so aus, dass man einen sogenannten Port hat. Bei einem Port kann man nur Daten schicken. Und die Gegenstelle in Elm, die muss definieren, welche Art von Daten da ankommt. Im Fall von dem JSON, was wir bekommen, ist es noch ein bisschen anders. Da muss man auch noch anfangen, mit JSON zu dekodieren auf Elm-Seite. Man hat dann ein Modell, das geht eigentlich zu weit. Man ist auch gezwungen, immer zu sagen, was passiert, wenn nichts kommt. Wenn nicht direkt ein Fehler auftritt, aber wenn ich einen Nullwert habe. Also man ist gezwungen, dann halt Maybe zu verwenden. Und ist gezwungen, dieses Maybe auch konsequent zu verarbeiten weiter. Und dadurch kommt es tatsächlich an der Stelle nie zu Fehlern. Weil Elm eins geht. Sind diese Signals vergleichbar zu RxJS Observer Rules, was du kennst? Soweit ich weiß, ist das relativ nah dran, ja. Also ja, die Konzepte sind fast identisch. Ich glaube, es gibt da ein paar subtile Unterschiede, aber im Wesentlichen ist die Idee die gleiche, ja. Es gibt da von dem Erfinder von Elm, Steven Schibicki, der hat darüber seine Doktorarbeit geschrieben, einen schönen Talk, wo er verschiedene Konzepte von SAP gegenüberstellt. Der lohnt sich total zu gucken, wenn man sich für das Thema interessiert. Und da geht auch drauf ein, was diese subtilen Unterschiede sind. Ich kann das nicht so gut wiedergeben, wie er das macht im Talk, deswegen verweise ich auch. Nein, aber das wurde auf der Strange Loop gehalten, vor 2 Jahren, glaube ich. Und Observables sind dynamisch generiert. Ja, genau. Ich habe da gelernt, es wird ein Re-Rendering von dem Modell ja immer wieder geschehen. Wird es irgendwie schlau gemacht in React-Talks, die ja gerade nicht gerade gehört, genau, dass es virtuell dort passiert, was ähnliches. Ja, auch ein zentraler Punkt eigentlich für Elm, deswegen auch gute Nachfrage. Es gibt eine virtuelle Bogenimplementierung im Hintergrund und die ist auch sehr schnell. Also es gibt Benchmarks, muss man ein bisschen natürlich genauer gucken, aber im Wesentlichen soll das tatsächlich sogar schneller sein als React. Das ist also wohl gut gelöst. Als ihr euch Elm ausgesucht habt, habt ihr da auch andere ähnliche Sprachen mit in Betracht gezogen und wie habt ihr die Wahl zu Elm getroffen? Also zum Beispiel PureScript, habt ihr euch das angeguckt und warum jetzt Elm und nicht PureScript? Auch eine gute Frage. Wie gesagt, ich bin eigentlich Neuling und ich beschäftige mich nebenher mit Sprachen. Und tatsächlich ist diese ganze Beschäftigung mit Elm aus einem Freitagnachmittag-Seitenprojekt entstanden. Und weil ich Neuling bin, bin ich auch etwas erfolgssüchtig, ich möchte schnell irgendwas sehen und in Elm kann man wirklich sehr schnell schöne Dinge schreiben, ausprobieren. In PureScript finde ich persönlich die Schwelle etwas höher, um so schnell Dinge wirklich tatsächlich zu sehen, die äquivalent sind. Ich habe mich nicht besonders intensiv mit PureScript beschäftigt, muss ich dazu aber auch sagen. Ich habe es mir mal angesehen. Kleine Ankündigung noch.
Wir hatten jetzt gerade DSAG-Technologietage in Hamburg, also die DSAG ist die deutsche SAP-Anwendergemeinschaft, und wir haben dafür so lustige 3D-Puzzles entwickelt. Das sind Würfel am Ende, wenn man das richtig zusammensetzt. Das ist nicht leicht. Ich habe davon ein paar mitgebracht. Wer möchte, kann mich gerne anschreiben. Alles klar, dann nochmal vielen Dank für den Vortrag und Spannung. Genau, dann geht es hier, glaube ich, 35, geht es weiter mit Flow Direct Application, sonst halt kurz Pause draußen.